Du Hodenkrebs, du. Hodenkrebs, wie läuft denn der eigentlich? Da müssen ja die Beinchen länger sein als sonst. Sonst kann er sich ja nicht gescheit bewegen. Was zur Hölle? Musste das nun sein? Hirschel, ja, da ist er tot. Los, es ist Fütterungszeit für die Morellos. Ich habe ihre Bohnen dabei. Da-da, da-da, da-da. Da-da-da-da. Der Herr im schwarzen Sakko hat einen Nachschlag bestellt. Sorry. Soll das ein Witz sein, oder was? Es war als Witz gedacht, ja. Naja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Gelle, Sam? Okay, der da hat Schießen verlernt. Der hätte uns eigentlich wegfrühstücken können. Ich habe ihm die Chance gegeben. Aber es war ja nichts. Was für ein Glück, dass die immer die dunklen Mäntel anhaben, wir die helleren. Da kann man die Leute ein bisschen gut unterscheiden. Wo ist der? Man muss ihn wohl schon vom Boden abkratzen. Lass mich mal daneben rum. Lass das mal den Winnie machen. Der Winnie macht das gut. Ja, da fällt er. Da ist aber noch einer. Ich weiß es doch ganz genau. Oh. Gut, den hab ich. Zur Sicherheit mal auf das Fass schießen, das nicht hochgeht. Mist. Noch ein bisschen Thompson-Muni. Komm raus. Was? Ich soll rauskommen? Oh. Haha, das war wohl nix. Na auf, noch zwei, drei. Jetzt höre ich das Auto quietschen wieder und dann steht da eine. Genau der hier. Nella Domba! Ja, Jungs. Euch geht's besser, ihr könntet mal vorgehen, diesmal. Pauli, Achtung, die kommen, wenn dann... Genau, Pauli. Pauli hat sein Geräusch wieder gemacht. Pauli drum. Ui, so in ungefähr. Ui, das kann ich gar nicht nachmachen. So geil ist das Geräusch, da muss man ein Profikiller sein. Oh, Mensch! Immer an dieser Stelle. Hätte mir Pauli aber auch mal ein bisschen Deckung gegeben. Der stand eben nur da und hat ein bisschen Maul auf den Pfeil gehalten. Bam, bam, So, jetzt aber... Wenn es jetzt nicht klappt, keine Ahnung, dann trinke ich etwas von meinem Wasser aus dem Fläschelein hier. Das mache ich jetzt gleich mal. Ja, immer diese Plastikflaschen, die knattern so, ne? Huh! Dass unser Winnie nicht noch schneller rennen kann, das wäre eigentlich schön, aber er kann ja nur langsamer gehen und runtergeduckt. Und er kann springen. Ja! Man müsste gucken, ob er auch einen Duckjump machen kann. Also keinen Entensprung, sondern einen Ducksprung. Wie bei Counter-Strike immer früher. Ah. Das wollte ich mal von hier drüben probieren, aber hier hat man wohl auch einfach nur Scheißdeckung. Autsch macht er. Hoppala. So. Wir haben gewonnen. Gebt auf. Ah, aber ihr seid noch zu zweit, ne? Und gleich kommt noch ein Wagen voller Heinis. Die doppelte Portion Morello-Ragout. Sam, was machst du denn da für einen Scheiß? Moonwalk gibt's hier jetzt nicht. Das ist mal ein richtig schöner Schusswechsel, das finde ich auch irgendwie gut. Also eigentlich 100% genau das, was ich auch bei einem Spiel namens Mafia erwarten würde. So Leute mit Hüten, die sich mit Tommy Guns beballern und in ihren Oldtimern in Deckung gehen. Gebt mir Deckung, Jungs. Ich hab hier keine mehr. Also nicht so richtig. Weg mit dir. Oh, gut. Eine Pumpgun und eine Thompson. Auf wen schießt ihr noch? Ah. Wer ist der Falsche? Ich glaube, hier gibt's kaum einen Falschen, aber ihr seid, naja, besser als wenn ich getroffen werde. Oh, hatten wohl nicht erwischt. Aber der Schuss, das hat ihn außer Gefecht gesetzt. Super. So, hier kommt gleich noch einer. Ich weiß es doch ganz genau. Komm raus und kämpf wie ein Mann.
Da hinten. Eindeutig. Du hast dich verraten. Wirb, du Stixer. Ja, mit was soll er werben? So, noch eine Thompson. Auf ein neues, Jungs. Und hier, mal gucken, ob es diesmal klappt. Dann sind wir ja schon fast draußen und kommen vielleicht auch mal an die Lebensenergie. Also an den Erste-Hilfe-Kasten. Boah. Jungs, ihr dürft jetzt mal... Oh, da kommt einer von hinten. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht war das auch die ganze Zeit mein Problem. Ach, hör auf. So. Durch die Mafia bin ich hart geworden. Ja, Jungs, wie wär's, wenn ihr mal vorgeht? Wir haben ein Problem. Welches? Einer von meinen Jungs fehlt. Achtung, da kommt doch einer. Passt ihr auch mal auf? Wo versteckst du dich? Geht dich nichts an. Nachladen, mit 5 Schuss kommt man nicht weit. Oh, guck mal, da hält sich die Klöten. Habe ich wohl auch so sehen dahin getroffen. So, jetzt ist die Frage. Kommen da noch welche? Ist da noch eine? Da steht keiner. Oh! Oh Leute, gebt mir doch Deckung! Ach, die Computerpartner, die sind so blöd. Naja, auf ein neues. Es macht ja irgendwie doch Spaß. Aber es ist immer diese eine Stelle, immer da unten. Wir gehen nach oben, dort treffen wir den Bill. Holderi, holderi, hollero. Und der Bill, der hat den Whisky, das finden wir so toll. Holderi, holderi. Hallo! Und dann kommen die Arschlöcher vom Morello. Oh oh. Mit Schirm, Scham und Loch im Kopf. Weg mit dir. So. Ihr schwarzberobten, beschissenen Zuchthäusler. Bleibt mal bitte schön in Deckung. Also natürlich nicht die da drüben, aber meine Leute. Nachladen. Also die Schadensbox von dem Auto ist ja auch riesig. Die Hitbox. Kann man drüber wegziehen über die Motorhaube und es bringt gar nichts. Ich erzähle euch mal einen Witz, der heißt Sam. Bäh. So. Hammers. Wenn nicht, gibt's noch mehr mit der Pfefferbüchse. Ich schlag dich zu breit. Mich? Warum? Ich bin in der Liga doch eh weit über dir, du Penner. Wirb, du Stixer, hab ich doch schon gesagt. Ich sehe seinen Hut. Gleich hau ich da einfach ein ganzes Magazin ins Auto rein, damit es hochgeht. Okay, da rollt der Hut weg. Ich habe ihn erwischt, eindeutig. So, 200, das ist sehr schön, so... Der da unten. Oh, der hockt direkt hinterm Fass. Wie toll. Auch nicht wegrennen. Da treffe ich vielleicht wenigstens den anderen damit. Na also. Passt auf. Da ist noch einer zum Beispiel. Und da hinten ist bestimmt auch noch einer. Genau. Fall um. So. Alles erledigt, Jungs. Alles klar. Wer hier der Boss ist und so weiter, ne? Nichts gefunden. Verbandskasten hier? Oh, tatsächlich. Habe ich vorhin total übersehen. Gut zu wissen. Dann beseitige ich die da unten und gehe hierhin zurück, falls ich zu schwer getroffen werde. Aber es sieht ja recht vergleichsweise gut aus. Naja, okay, jetzt nicht mehr. Tja, von Teamtaktiken haben meine Jungs auf jeden Fall noch nie was gehört. Sonst wären die da unten ja schon längst eingetütet, also eingesagt. So.
Wir haben noch nicht mal eine Verbandsanimation. Pauli, pass! Oh. Es war Sam, okay. Wie konnte ich auch nur denken, dass Pauli was falsch macht? Pauli macht ja das meiste richtig. Naja, okay. Wenn ich dann die erste Mission mit ihm zusammen zurückdenke, als wir da diese Typen in der Gasse zusammenschlagen mussten, war es ja auch manchmal so, er verliert gegen einen und ich kämpfe gegen vier gleichzeitig und er geht K.O. und ich pack's. Also Leute, nochmal das Ganze. Piu, 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 piff, piff. Oh, piff, paff, piff, paff, piff, paff, piff. Hör auf, ich bin hier der Vininator. Vini ist der Einzige, der so rumschießen darf. Katzo! Da steht eine Entdeckung, glaube ich. So, ihr kriegt gleich Verstärkung, ich weiß. Na? Sie gehen kaputt! Oh, das geht auch. Tot. Und du? Na, 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 na. Sie müssen draufgehen, mein Herr. So. Give me the Thompson. Hoppala. Wo sitzt er? Wo genau habt ihr ihn? Habt ihr ihn, Jungs? Ich will noch eine Pumpgun. Dankeschön. So, voll munitioniert. Mal wieder. Und da gehst du in die Luft, du Drecksack. So. Er hier rennt in Panik davon. Panik ist ein schlechter Navigator. Hm. Wo ist der Nächste? So. Einer von euch hat doch bestimmt noch ein Magazin. Ja, der da. Sehr schön. So. Mal wieder hier. Welche Überraschung. Na, 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 na. Na, 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 na. Ah, ballert sie weg, die Schweine. Ich weiß, das war jetzt vielleicht unhöflich. Aber es spiegelt meine Gemütsverfassung denen gegenüber wieder. Ach, bleib liegen. Ja, das war gemein, ich weiß. Haha. Haben wir es jetzt? So langsam, bald. Ah, da unten kommen noch welche. Oh, nee, da schmeißen sie am Ende wieder eine Granate. Gehe ich lieber hier rum. Weil Sam würde ja wieder direkt reinlaufen, der Held. Hallo? Was? Habt ihr Geiseln? Oh oh. Jungs, wir müssen wohl doch außen rum gehen. Wie gemein. Das habe ich wieder nur gemacht, natürlich, damit ich ein volles Magazin habe. Ja, da wirft wieder eine Granate. Hoch, Jungs! Hoch! Habt ihr schon mal so unfähige Partner erlebt? Pauli, geh in Deckung! Pauli, verdammte Scheiße! Oh. Das wäre alles schon längst das wäre schon gepackt, wenn die Computerkollegen nicht so dämlich wären. Hallo. Da kommt gerade Besuch. Kann sich jemand kaputt lachen, wie die Computerkameraden so scheiße sind? Ja, und ich flippe hin und her wie eine Ratte im Käselabyrinth oder so. Tja, dasselbe von vorne. Mal wieder.
Jetzt schieß schon. Woran hängt's? So. Für einen kurzen Moment war es eben so, als wäre meine Maustaste blockiert. Wer hat hier ein scheiß Maul? Wo bist du? Hier, Pauli. Okay, okay, okay. Warum drehst du dich nach hinten um? Die kommen von vorne, verdammte Scheiße. Ja, Mafia ist halt ein schönes Spiel, aber mit einigen größeren Schwächen. Rambo. So. Na? Die nächste Wagenladung. Der Morello muss seine Leute wirklich im Dutzend billiger kaufen, so viel wie er wohl hat. Nein, ich komme nicht raus. Ach, diese Hitbox von dem Auto ist so kacke. Wie wär's, wenn ihr mal auf die schießt, die, naja. Meine drehen sich im Kreis und schießen daneben und, ah. Also wenn ich das nächste Mal auf den Fastnachtsumzug gehen will oder auf den Karneval, dann nehme ich Sam und Pauli mit. Na, na, na. So. Der ist noch nicht tot. So. Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal ein Auto schnappen und da runterfahren und sie alle überrollen. Plan B sozusagen. So. Oink, oink, das Schweinchen kommt. Achtung, das ist ein Feind, Jungs. Die lernen es auch nicht. Von wo? Warum habe ich eigentlich keine Granaten? Hier schießen sie auch immer besser irgendwie. Na, wo sind meine Jungs? Ach, keine Ahnung. Kommt her, ich hab ihn. Kommt her, ich hab ihn. Ja, leckst mich doch am Arsch. Sie, schwarzer Teufelshoden, sie. Puh, ich dachte schon, das wäre ein Feind. Da hinten hockt er, ich weiß es doch. Hä? Nicht mehr? Hm. Ja, was weiß denn ich? Ach, Pauli, geh aus dem Weg. Ich wollte die hier. Okay, dann versuche ich sie diesmal von vorne alle wegzuballern und dann aber hinten rum reinzugehen. Und dann lässt sich Sam hoffentlich nicht wieder mit einer Granate wegsprengen. Ja, der jagt jetzt die Autos in die Luft. Das stört mich jetzt nicht so ganz. Los, Leute, kurz in Deckung. Ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, schlendern wir mal hier durch. Lalalala. Macht's jetzt mal bumm? Na also. Leute, da sitzt ein Feind, ihr könntet auch mal schießen. Och. Hm. Das war der mit der Granate, der da. Der muss weg. Ich bring dich um, du Hund, ja. Ah. Was geht denn mit dem Auto? So. Haben wir es jetzt fast. Sehr schön, Pauli. Achtung, da läuft einer. So. Niemand verarscht Sam. Niemand verarscht Sam, ja, außer Sam sich selbst. Wer schießt da noch? Oh, gut. Hier gibt's einen Verbandskasten, aber den brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht mehr. Naja. Was? Wo kommt der noch her? So, Jungs, und jetzt? Bill ist erledigt, ja. Er wird kein Millionär mehr. Was zum Teufel war das, Pauli? Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen?
Okay, okay. Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr von den Typen auftauchen. Holen wir den Laster und hauen ab. Wo? Tom, ja. Du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Wo ist der Laster? Tom, wo willst du hin? Wir brauchen den Laster. Müssen wir also wieder ganz hoch gehen, hä? Treppensteigen ist gut für die Seele. Das hier? Das nennen die Laster? Naja, gut. Oh mein Gott, klappert das. Und hat so eine Honkhupe. Wollte jemand von euch einsteigen? Ja? Na gut. Ist jetzt ein bisschen blöd, da durchzufahren. Oh nein, wir haben eine Schadensanzeige. Das heißt am Ende, wir werden verfolgt. Wow, und die Kamera. Uiuiuiui. So. Können wir uns hier durchschieben? Ja, geht. Okay, und nu? Großer Deal. Gut, dann mache ich hier mal Pause. Bis zum nächsten Mal, Leute.